Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Play. Es wird ein Let's Play Together und wir spielen Dynasty Warrior 4. Ich, Dev und Moshon. Gut, wir fangen dann einfach mal an. Ist ein Let's Play Blind. Wir haben das Spiel noch nicht gespielt oder nur ausprobiert. Wir wissen also nicht, was auf uns zukommt. Außer jede Menge Gemetzel. Na, natürlich weiß ich jetzt nicht, wer gut ist, also nehme ich mir einfach den mit dem meisten Muso. Was auch immer das ist. Ich glaube, das ist die Magie. Jupp. Ja, Story interessiert jetzt mal gerade gar nicht. Weil wir Geschichtsbanausen sind. Und jetzt kann man hier eins von drei Leveln auswählen. Welches nehmen wir? Rebellion. Rebellion, von mir aus. Nehmen wir das. Okay, der zweite Spieler ist beigetreten. Nach welchen Kriterien entscheidest du, was du nimmst? Keine Ahnung. Spontan. Spontan, okay. So, hier kann man jetzt Equipment, Ausrüstung wahrscheinlich. Ziemlich genau sogar. Da wir schon eine Runde Freeplay oder zwei gespielt haben, haben wir schon drei Amulette frei. Juhu! Drei Stück. Das eine gibt Verteidigung und das andere Muso. Juhu! Passt ja zu meinem Charakter. Ah, da waren noch Bodyguards. Das sind wahrscheinlich Gehilfen, die rumlaufen. Nehmen wir die. Ist ja egal gerade. Tu wenigstens so, als hättest du es angespielt. Ja, okay, angespielt haben wir es. Okay, dann wissen wir halt jetzt, dass Objekte unwichtig sind. Unit-Infos gerade auch und ich bin fertig. So, dann fange ich mal an. Mal sehen. Na dann. So, das wäre das. Das wäre das. Aha, eine Kampfrute. Sprich, der Typ schlägt einem mit einer Eisenstange das Gehirn zu Mus. Und damit wären wir beide fertig und die Rebellion der gelben Turbane beginnt. Okay, also ich bin jetzt oben. Der erste Spieler. Und verdammt ist meiner fett. Und ja, spielen wir einfach mal los. Wer das Spiel jetzt noch gar nicht kennt, Ziel des Spiels ist es einfach, den gegnerischen Heerführer zu eliminieren. Doch der macht das nicht gerade einfach. Der hat dann nämlich noch kleine Untergeneräle. Und eine gefühlte Milliarde von winzig kleinen Soldaten. Ah, hier ist sogar gerade einer von diesen Generälen. Da, dieser, wie heißt der? Dong. Es ist ein Chinese, sein Name ist unwichtig. Dengo Mao. Ah ja. Dann machen wir den nochmal zuerst kaputt. Ja, und wie man sieht, sind halt wirklich sehr viele Gegner gleichzeitig auf dem Feld. Aber da man irgendwie mehr drauf hat wie seine eigenen Soldaten, ist das alles gar kein Problem. Das, was ich jetzt gerade eingesetzt habe, war für die ganz Unwissenden ein Spezialangriff, den man nur einsetzen kann, wenn links unten unter der Energie die Anzeige voll ist und blinkt. Kann man auch aufladen, aber das dauert viel zu lange. Im Grunde geht es im Kampf viel schneller. Du erklärst alles, was soll ich noch dazu sagen? Weiß ich nicht. Aber es ist doof, wenn wir nur zocken und es ganz leise ist, weil wir haben den Ton vom Spiel relativ leise gedreht, also hört man noch nicht mal Schlachtenrufe. Die sterben hier im Akkord. Wie, das wäre so ein Lärm, das würde sich keiner antun wollen. So, ich stürme jetzt, wie ihr seht, ein Tor. Und ich hoffe, dass ich ein paar Leute im Nacken habe, sonst gehe ich hier jetzt wahrscheinlich sterben. Und wenn einer von uns stirbt, ist die ganze Schlacht verloren und wir dürfen den ganzen Schmodder von vorne anfangen. In der Zeit töte ich dann mal hier unten einen Gate-Captain. Wenn man die tötet, kommen halt aus diesem Tor keine Einheit mehr nach.
Was? Wir schneiden unserem Gegner die Verstärkung ab. Genau, was im Endeffekt dann nachher ziemlich praktisch ist. Im ersten Level braucht man das vielleicht noch nicht so dringend. Später wird es lebensnotwendig. Ja, was auch cool ist, man kann mit einem Bogen schießen. Auch wenn ich das jetzt nicht so oft benutze. Und ich noch viel seltener. Und wieder ein schöner Befreiungsschlag. Du könntest mir mal erklären, wo du die draufgelegt hast. Ich komme gerade mit der Steuerung nicht mehr klar. Den Befreiungsschlag? Korrekt. Da. Da. Finde ich toll. Ja, wir spielen hier die PC-Version auf einem Gamepad und ich habe die Steuerung vor dem Spielen eingerichtet, aber meinem Kumpel nicht wirklich erklärt, wo alles liegt. Wofür ich dir jetzt erstmal danken werde, indem ich dir eine gebe. Ja, danke. So, okay. Und jetzt benutzt der fiese Oberbösewicht irgendeinen Zauber. Oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall sieht es mal sehr fies aus. Der Typ bläht sich auch nur die Eier auf. Jetzt fängt es an zu regnen und Steine kommen auf uns zugerollt. Na toll, noch ein Hindernis mehr. Aber ich denke nicht, dass das Indiana Jones? Ja. Ich denke nicht, dass das ein sehr großes Problem wird. Ein Hauptproblem im Moment sind Bogenschützen. Irgendwas hat mich da getroffen und ich mag es nicht. Soeben habe ich einen Moralbonus bekommen, weil ich 50 Gegner erschlagen habe. Was mich wundert, denn ich spiele das Spiel schon knapp eine Stunde länger wie er. Und ich habe jetzt erst meinen Moralbonus. Das kommt daher, weil ich einfach mal zu fett bin, als dass irgendwas gegen mich überleben könnte. Autsch. Vielleicht noch eine Info am Rande. Wir spielen... Autsch. Wir spielen jetzt ziemlich weit durch und machen ab und zu einfach nur Pausen, um halt das Video zu zerschneiden. Und ich bin gerade einer Buggy-Szene. Was die LP-Szene in Deutschland eigentlich wissen dürfte. Genau. Schmerz. Da ist wieder ein Gate-Captain, der... Was tust du da? Das war der falsche Knopf. Offensichtlich. Ja. Das war die taktische Karte, die man vielleicht in späteren Levels eher benötigt, wie im ersten. Und ja, das ist mein großer Spezialangriff, der nur ausgeführt wird, wenn die Lebensanzeige im roten Bereich ist. Außerdem zusätzlich füllt sich meine Spezialmacht viel schneller. Allerdings muss ich jetzt wirklich gleich mal Energie suchen gehen, weil das bringt nichts mit so wenig HP hier gegen Steine zu laufen. Ja. Vor allen Dingen, wenn man absichtlich gegen Steine läuft, so wie du es tust. Oder es zumindest aussehen lässt. Na. Die haben alle Angst vor mir, trauen sich nicht mehr an mich ran. Heilung und andere nützliche Gegenstände sind ja zum Glück hier in Kisten, die gerade nirgends rumstehen. Ah, da oben. Autsch! Und da fliegt der Chinese. Noch ein tolles Feature von dem Spiel ist, dass man auch auf dem Pferd kämpfen kann, wenn dann mal eins in der Nähe steht. Momentan leider nicht. Aber das kann ja noch kommen. Wie ihr seht, bin ich gerade bei dem Zhangliang, der eben diese Steine herbeigerufen hat. Wenn ich den jetzt erschlage, sind wir die Steine wieder los. Ich werde dich unterstützen.